Servus, willkommen zurück. Mal wieder kein Angelvideo, sondern die kurze Auswertung vom, naja, Gewinnspiel will ich nicht nennen, aber für die Päckchen mit den Gummifischen. Da habe ich jetzt die Siemel natürlich fertig, schön eingepackt, sogar mit einem kleinen Aufkleber drauf, dass man weiß, wo das herkommt. Und zwar, wir haben es jetzt einen Tag später, also heute ist der Mittwoch quasi, früh um 6. Damit es genau 24 Stunden quasi her ist und so das Video drin war, das müsste ja reichen. Also das wären dann wirklich die Leute, die das gucken. Und ich habe ja gesagt, ich versuche das jetzt mal zu machen mit YouTube, dass man die Kommentare quasi ausschneidet. Oder was heißt ausschneidet? Anzeigen lässt. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so genau aus. Aber das versuche ich jetzt mal im Video so zu schneiden, dass man mich sieht, wie ich da so ein bisschen rumklicke oder so. Und dann, wie ich die Namen quasi da rausfilter. Dann schreibe ich mir die gleich auf und dann werdet ihr angeschrieben und dann mal gucken. Und wenn es ankommen sollte, könnte man sowas ja vielleicht öfter machen. Schauen wir mal. Ich stelle mal die Kamera hier hin. So, Aufnahme. So. Die Aufnahme läuft wohl. Dann haben wir hier die Videos. Ja, da kann man dann anklicken, Pick a Winner, also einen Gewinner raussuchen. So, dann haben wir hier Zettel und einen Stift. Und dann klicken wir mal erstmal auf und mal gucken, was dabei rauskommt. So, Ronny Möller, 1000, mega, gratuliere. Dann schreiben wir uns mal den Namen auf. So, weiter geht's. Nummer 1 war das. Arne Neuwerk, 1000 super Videos, weiter so. Danke. Die Nummer 2. So, der nächste. Deine Videos finde ich toll, weil du auch Allround-Angler bist. Danke Felix, aber leider hast du die 1000 nicht geschrieben. Jetzt such da ein bisschen. Martin Koch. 1000, Petri aus Brandenburg. Gucke mal an. Weiß nicht, ob man das gerade im Video gesehen hat. Jedenfalls kam unten gerade, müsste man ja eigentlich auch sehen. Von Tom Köhler hat das Video kommentiert. 1000, tolle Videos. Danke. Mal gucken, ob dein Kommentar noch mit drin zählt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Und jetzt suchen wir die Nummer 4. 1000, klasse, herzlichen Glückwunsch, würde die Gummis gerne mal ausprobieren. Martin Sommers, bitteschön, hat auch geklappt. So, suchen wir die Nummer 5. Stefan Lorenz, 1000, mein Junior würde sich über die Gummis freuen. Gucke mal an. So, dann suchen wir mal die Nummer 6. Sascha Horter, ich würde am Rhein damit angeln. Mainz-Wiesbaden, schick mir mal ein paar rüber. Ich teste die hier auf Zander. Du hast leider nicht die 1000 geschrieben. Das ist natürlich schade. Da müssen wir leider weiterklicken. Stefan Lorenz nochmal. Kann man sehen. Zum verlorenen Fisch. Leider mir auch schon passiert. Voll. Ja, das stimmt.
Severin Glemnitz, 1000, mach weiter, bis noch eine 0 drankommt. Naja, das wäre doch eine 10.000. So, und die Nummer 7, der letzte Gewinner wäre, gucken wir mal, Sascha Horta. Ach, hatten wir, den hatte ich doch gerade schon mal, oder? Da müsst ihr mir jetzt ein Video angucken, ich kann mir sowas leider nicht merken. 1000 und mehr, geil. Und würde die echt mal gern testen, was du da so machst. Naja, warst du gerade der gesagt hat, der im Rhein und so angeln will damit? Ich müsste mir ein Video angucken, um zu sehen. Gibt's da ja nicht. So. Das wären die 7 Gewinner. Euch schreibe ich an. Ich hoffe, das funktioniert hier, wenn man auf die Namen aufgeht bei YouTube, dass man die dann anschreiben kann. Letztes Mal war das einfach. Das hat funktioniert gehabt. Ja, und dann, wie gesagt, das sind die Päckchen. Schön eingepackt. Ja, kommt dann zu euch. Alle anderen, die runtergeschrieben haben, also es waren jetzt insgesamt, wir gucken mal, wir machen mal hier zu. Wir haben insgesamt 91 Kommentare. Mega, ja, finde ich super. Ja, dafür, wie gesagt, man darf nicht vergessen, ich mache das 4 Monate oder was. Total klasse, besonders auch, kommentiert weiter, auch wenn ihr negativ irgendwie was sagen wollt, macht es weiter. Ich bin kein Mensch, der irgendwie beleidigt ist oder, weiß ich nicht, eingeschnappt ist oder irgendwie sowas. Das kenne ich nicht, das bin ich einfach nicht. Einfach schreiben, was ihr denkt. Und mit den Fischen, wie gesagt, das wäre echt mega geil, wenn ihr da wirklich mit angelt und versucht damit was zu fangen, so ungefähr, damit man fangen kann. Das hat man ja gesehen in den Videos. Und dann einfach mal ein Foto machen vom Fisch oder vielleicht sogar einen kleinen Handyclip oder irgendwie sowas. Das wäre richtig krass, wenn ihr das mir schicken würdet und dann könnte man vielleicht da ein Filmchen mit zusammenschneiden. Und ansonsten habe ich gerade kleine Köder, die ich jetzt gerade mache. Also nur mal so auf Barsch und sowas. Da habe ich jetzt ganz kleine gemacht. Die werde ich heute vielleicht gießen noch. Und dann mal gucken, was das ist. Und dann so eine Aktion, denke ich mal, werde ich vielleicht mal öfter machen, weil das echt cool ist. Wie gesagt, weil die sind wirklich komplett selber gemacht. Die sind nicht von irgendeinem anderen Gummifisch irgendwie kopiert oder einfach ein Gummifisch quasi neu gegossen, sondern die sind einfach selber geformt und so wie ich sie geformt habe, habe ich sie gegossen. Also die gibt es nirgendwo anders. Außer bei mir zu Hause und dann jetzt natürlich bei den 7 anderen noch. Ne? Ja, wie gesagt, das Video, also wenn ihr das jetzt seht, ist halt wieder Dienstag. Und ich bedanke mich nochmal. Mal gucken, wie das weitergeht hier bei YouTube. Und das Jahr hat ja gerade erst angefangen und haben schon einige auch geschrieben, die gerne mal mit mir angeln gehen möchten. Also einfach so. Ich bin dazu mal bereit. Mal gucken, das erste Mal muss ich wohl nach Duisburg fahren. Schöne Grüße. Also das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Da wollte ich jetzt eigentlich noch hin, aber das ging leider nicht. Da ging es jetzt auf Zander und Barsch richtig ab. Aber spätestens, wenn die Barbe läuft, bin ich da unten und möchte Barben fangen. Aber andere Thema, nur mal so kurz gesagt, ich bin für alles offen. Und dann geht raus, habt Spaß, tschüss, ciao und bis bald.